Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial, liebe Freunde. Und zwar heute möchten wir uns mal mit zwei Wegen beschäftigen, wie wir letztendlich in einer Tabelle möglichst schnell eigentlich die tagesaktuellen Zahlen darstellen können, ja? Ein Beispiel, ich habe ja hier wieder meine Region, meinen Vertriebler, einen Umsatz und ein Datum. Und ich weiß, ich muss die Tabelle mal updaten, damit ich endlich mal was Neues für euch habe. Tut mir leid, ich habe dafür noch keine Zeit gehabt bisher. Also, was wir hier machen wollen, wir wollten eben das Ganze irgendwie herausstellen. Okay, heute ist zum Beispiel der 28.07.2019. Also möchte ich eben entsprechend nur die Verkäufe, also die Umsätze sehen von eben genau diesem Datum. So. Und das möchte ich ganz gerne irgendwie highlighten. Ja? Also wie kann ich das machen? So. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die mir spontan dazu einfallen. Das eine ist die bedingte Formatierung und das andere ist eine Filterung der Tabelle. So, und wir werden beides mal tun. Aber wir fangen einfach mal mit der bedingten Formatierung an. Okay? Also ich sag mal, bedingte Formatierung wäre jetzt die erste Lösung. So. Und was ich dafür brauche, ist mein heutiges Datum. Und da morgen ja entsprechend sich das immer updaten soll, also ich möchte ja morgen nicht mehr den 28.03., sondern entsprechend den 29.03. selbstverständlich, muss ich dann hier natürlich da eine dynamische Formel angeben. Also ich schreibe nicht hier einfach 28.03.2019 rein, sondern stattdessen werde ich einfach ist gleich und heute, ja, hier gibt die fortlaufende Zahl des heutigen Datums zurück, ja, damit ich eben auch sicher gehen kann, dass wenn ich diese Formel so verwende, ihr müsst da keine weiteren, ja, Werte mit angeben, sondern einfach nur die Formel heute, damit ich sicher sein kann, dass eben heute eben der 28.03. ist und morgen entsprechend diese Formel sich updatet. Das heißt, oder wenn ihr das nächste Mal eben dieses Workbook, also diese Excel-Arbeitsmappe öffnet, entsprechend, dass entsprechend dann eben immer der tagesaktuelle Wert hier drin steht, den wir auch brauchen für unsere bedingte Formatierung. Okay? So, das ist das Erste. Jetzt die bedingte Formatierung selber. Die finden wir also hier unten unter Start, bedingte Formatierung. Und da gibt es ja einen Haufen Regeln, ja, also größer, kleiner und so weiter. Ich arbeite immer ganz gerne, wir sehen hier übrigens auch den Datum, habe ich vorhin gar nicht gesehen, also damit könnt ihr wahrscheinlich auch arbeiten, aber ich zeige euch mal, wie ich es mache, okay? Also, ich zeige euch mal den umständlichen Weg, also meinen Weg. Ich mache das Ganze so, ich nehme jetzt einfach mal hier meinen Bereich, den ich auswählen möchte, nämlich diesen hier, okay? Der passt, also den wähle ich erst aus, dann klicke ich auf bedingte Formatierung, so, und sage einfach mal eine neue Regel erstellen, so, und mache das Ganze mit einer Formel, ja, das ist auch viel dynamischer übrigens als diese Standard, die schon hinterlegt sind, wobei ich eben sagen muss, es gibt natürlich auch schon viele standardmäßig bedingte Formatierungen, mit denen ihr arbeiten könnt, so, aber wir sind ja hier, um entsprechend Excel weiter zu lernen. Also, was wir machen ist, wie gesagt, wir müssen immer erst zunächst den Bereich markieren, in dem wir die bedingte Formatierung anwählen oder anwenden möchten, so, dann können wir entsprechend hier eine Formel reinschreiben, ja, also ihr könnt entweder hier einen Bereich jetzt auswählen oder entsprechend ihr schreibt die Formel direkt hier rein, so, was ich machen kann ist, ich kann entsprechend hier auf ein Feld klicken. In dem Fall wähle ich mal das Datumsfeld aus, weil das ist ja für mich das Relevante. Ja, also wie jede Zeile ist ja für mich nicht die einzelne Zelle relevant, sondern das Datum entsprechend. Also entsprechend beziehungsweise nicht die Zeile relevant, Entschuldigung, sondern die einzelne Zelle, also das Datum. Ja, das heißt, ich kann hier entsprechend da reinklicken. So. Und sehe jetzt schon, das Ganze ist fixiert. Ja, also D und D2 quasi fixiert, wie immer. So, das soll es natürlich nicht sein, weil entsprechend, ich möchte ja hier das Ganze auch runterkopieren. Also entsprechend, das D soll schon fixiert sein, weil das ist ja mein Datum und in der Spalte bleibt ja auch mein Datum, auch wenn ich später noch zusätzliche Zeilen hinzufüge. Aber die 2 soll nicht fixiert sein, weil es soll ja hier entsprechend D3, D4, D5 und so weiter sein. Ja? Also kann ich hier direkt mal dieses Dollarzeichen rausnehmen, so. Und jetzt schreibe ich einfach einen Wahrheitswert. Jetzt steht ja auch da, Werte formatieren, für die diese Formel wahr ist. Also kann ich hier einfach schreiben, ist gleich. Und jetzt sage ich einfach mal, dieser Wert soll gleich meinem Wert der bedingten Formatierung sein. Dann klicke ich mal rein. Und das ist auch schon fixiert für uns. Und das ist auch gut so, weil das soll ja fixiert sein. Ja? Wir möchten ja nicht, dass sich diese Zelle ändert, zum Beispiel auf F4 dann, F5 und so weiter, sondern es soll immer F3 bleiben, weil da steht immer unser aktueller Datumswert drin. Ja? So, jetzt haben wir das auch. Und was wir jetzt hier tun durch die bedingte Formatierung, ist relativ einfach oder selbsterklärend. Und zwar, wir werden ganz einfach hier jede Zelle, also beziehungsweise hier für jede einzelne Zelle, ja, beziehungsweise jede Zeile, aber entsprechend hier für jede einzelne Zelle, die wir markiert haben, deswegen auch vorab den Bereich auswählen, prüfen wir, ist entsprechend denn hier für diese erste Zeile, also D2 entsprechend, so, ist dieser Wert gleich diesem Wert. Und nur wenn das wahr ist, dann wird entsprechend formatiert. Ja? Und wenn wir das Ganze dann eben eins runtergehen, wenn wir also in die Zeile 3 gehen, sehen wir auch, da wir 2 ja nicht fixiert haben, werden wir dann entsprechend prüfen, ist D3, also hier dieser 21. entsprechend diesem Wert. Und falls ja, wenden wir die bedingte Formatierung an, falls nein, werden wir es eben lassen, entsprechend. So, und das Einzige, was ihr jetzt noch tun müsst, damit ihr überhaupt eine Formatierung habt, ist natürlich hier auf Formatieren klicken. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, was ihr tun wollt. Wollt ihr was mit den Zahlen machen, mit der Schriftart, mit dem Rahmen oder entsprechend ausfüllen, was ja eben standardmäßig eigentlich das Einfachste ist. Und ich sage einfach, ich möchte was ausfüllen. So, und sage jetzt einfach mal, ich nehme vielleicht mal diesen Grünton hier. Könnt natürlich jede Farbe wählen, die ihr möchtet. Und ja,
Ausfüllen ist okay. Ist okay. Ansonsten die Schriftart werde ich jetzt nicht weiter ändern. Ich denke, eine grüne Farbe reicht schon. Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist einfach auf OK klicken. Und ihr seht schon, jetzt haben wir hier entsprechend für den 28. Arya Stark und eben Christopher Turk aus einer auch etwas älteren Fernsehserie schon. Vielleicht kennt ihr auch der eine oder andere. Und eben hier noch Winston Chase und Eric Murphy auch aus einer schon etwas älteren Fernsehserie. Okay, so, das ist auf jeden Fall. Und ihr seht auch eben, die ganze Zeile ist jetzt entsprechend hier eben mit diesem Grünton markiert, weil wir entsprechend die bedingte Formatierung eben so festgelegt haben. Jeweils für eben jede einzelne Zelle in der entsprechenden Zeile, wo das Datum entsprechend genau diesem Datum von heute entspricht. Und ihr werdet auch sehen, dass wenn ihr das Ganze vielleicht dann morgen, oder wenn ihr das Ganze selbst mal ausprobiert und morgen dann öffnet, wird entsprechend dann die 29.03. entsprechend markiert sein. Ja? Also das ist dynamisch, eben auch für die Zukunft. So, das war ja die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, wenn ihr nicht mit der bedingten Formatierung arbeiten wollt, oder mit einer Formel, die ich jetzt gebaut habe, habt ihr natürlich auch hier schon, hatten wir schon gesehen, bedingte Formatierung eben auch, Regeln für das Hervorheben, da gibt es auch Datumsregeln, oder eben ihr macht es euch noch einfacher, wenn ihr das Ganze nicht mal formatieren wollt und sagt einfach, okay, ich gehe mal auf Datum, auf den Filter, und da gibt es ja auch eben den Datumsfilter und eben ganz einfach, also ihr einfach sagt heute, ja? Dass ihr sagt heute und ihr seht dann schon, jetzt haben wir nur diese grünen Werte und entsprechend dieser Wert hier, also meine Zelle, die in der hier das drin stand, ist auch ausgeblendet aktuell, okay? Also das wäre es natürlich noch einfacher, dann habt ihr es allerdings nicht so schön markiert, entsprechend wie wir es hier haben und entsprechend habt ihr natürlich auch nicht eine Übersicht über alle Werte, aber je nachdem, was man haben möchte natürlich, ja. Gut, das war's für das Video, wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt oder eben zumindest altes Wissen aufgefrischt, das ist ja auch immer was Gutes und ansonsten, ja, falls ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, dann wisst ihr ja, was zu tun ist, ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin, macht's gut, ich wünsche euch schon mal vorab ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal.